Hey, schön, dass ihr einschaltet zu einem Magimania-Video. Heute geht es allerdings nicht um Beauty. Ich brauche eure seelische Unterstützung. Nach über drei Monaten hier in Montreal, ich bin ja hier im Austauschsemester, falls ihr das nicht auf meinem Vlog-Kanal mitbekommen habt. Jetzt kommt mein Mann mich endlich besuchen und ich darf ihn gleich abholen und ich freue mich so. Und ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit. Ist es dann ein Follow-me-around oder ist es ein Vlog? Ja, ich habe in den letzten Tagen schon hier alles vorbereitet, ein bisschen sauber gemacht. Also ich habe das schlampige WG-Leben durchzogen. Und habe das auch genossen, weil es zu Hause dann doch ein bisschen anders abläuft. Ich hoffe, das Bett wird nicht zu klein für uns sein. Es ist, glaube ich, 1,20. Also meine Mitbewohner sind damit einverstanden, dass mein Mann hier ist. Wir bleiben aber auch nicht die ganze Zeit hier. Wir werden ein bisschen weiterfahren. Ich werde dieses Jahr das erste Mal nicht Weihnachten mit meiner Mama verbringen. Ich habe mich entschlossen, einfach den Aufenthalt hier ein bisschen auszudehnen. Also ich bleibe noch über einen Monat hier. Es ist total komisch, nach über 90 Jahren einmal nicht mit Mama zu feiern. Aber natürlich ist das Allerwichtigste, dass ich einen lieben Menschen hier um mich habe und das wird mein Mann sein. Und zwar auch heute an meinem Geburtstag. Also das Video ist online an meinem Geburtstag. Yay! Ich bin ein Jahr älter. Schmu, kommt. Ich freue mich. Also kommt mit mir. So, ich bin jetzt unterwegs zum Metro und dann zum Bus. Es gibt eine Buslinie, die zum Flughafen hier in Montreal fährt. Dauert aber fast eine Stunde. Zurück müssen wir mal gucken. Vielleicht nehmen wir das Taxi. Aber ich dachte, ich zeige euch mal, wie der Park hier jetzt aussieht. Ich blende euch mal ein, wie der ausgesehen hat in den Wochen, als ich hier ankam. Ihr konntet das ja schon so ein bisschen in einem meiner anderen Beiträge erahnen. Ja, also hier ist innerhalb von 3 Monaten das ganze Jahreswetter durchgegangen. Also im Moment geht's. Es ist relativ warm. Es müsste um diese Zeit eigentlich deutlich kühler hier sein. Aber das ist natürlich nur gut für mich und für uns und für meinen heutigen Gast. Und vor allem, oh, dass die Sonne scheint, macht mich gerade mega, mega happy. Ich bin insofern jetzt ein klein bisschen besorgt, hoffentlich zu Unrecht. Denn eigentlich waren Schmu und ich verabredet, heute Nacht noch zu skypen, als er in Frankreich, also in Paris, umgestiegen ist. Aus der Maschine aus Deutschland, um nach Montreal weiterzufliegen. Aber ich wachte heute Morgen auf, kein Skype-Anruf und ich vermute einfach, dass es dort kein WLAN gab. Ich denke, er hätte mich irgendwie anders kontaktiert, wenn es Probleme gegeben hätte. Meine Hand friert gerade ein. Aber es ist schon komisch, weil wir gesagt haben, hey, dann skypen wir auch nochmal und gucken, ob alles in Ordnung ist. Wir hatten davor ständig geskypt, hier einfach Auszüge daraus. Dann lass uns mal deinen Koffer packen. Zeig mir doch nochmal bitte deine Liste hier. Ja. Nimm eine mit und den Rest kaufen wir hier. Genau, wir haben es ja. Ja, ja. Oh nee, nicht das Geld. Nein, da bitte nicht, das ist das. Nein, das nimmst du nicht mit. Mhm. Nee, ernsthaft, ich verbiete dir damit die Schwelle zu Kanada. Ach so. Bitte. Ja, guten Morgen. Musst du nicht aufstehen? Ja, langsam, ne? Hast du deinen Pass? Hab ich ja. Ja, zeig mal. Okay, du darfst fliegen. So, ich bin jetzt am Flughafen angekommen und natürlich ist hier viel Gewusel. Er ist noch nicht da, aber ich bin wirklich zur offiziellen Landezeit hier angekommen und war schon ein bisschen besorgt, zu spät zu kommen. Trotz Abfertigung, Grenzkontrolle, Gepäck und so wäre er natürlich später rausgekommen. Aber jetzt ist natürlich Verspätung, wie könnte es anders sein? Ungefähr 40 Minuten kommt er jetzt später an. Und ja, ich war ein bisschen besorgt, weil ich habe unterwegs kein Internet. Ich habe mir hier keine SIM-Karte zugelegt, weil die, also die sowohl Prepaid als auch Verträge sind hier so unheimlich teuer. Im Vergleich, wenn wir jetzt schon bei dem naheliegenden Vergleich zu YoPhone sind, ist es ungefähr das Doppelte für den gleichen Service. Und ich hätte hier ja so mit Steuern und so ungefähr 45 Euro für einen anständigen, ach Quatsch, nicht mehr, ich glaube, es sind nur 250 MB in so einem Beispielvertrag oder Prepaid. Und das ist ja erstens nichts und zweitens super teuer. Daher habe ich einfach darauf verzichtet, mir hier irgendwie eine SIM-Karte zuzulegen, weil überall eigentlich WLAN ist. Jetzt auch hier am Flughafen ist WLAN. Bei den Bussen zum Flughafen, die ja ungefähr eine Stunde unterwegs sind, ist es so 50-50. Manchmal ist WLAN da, manchmal nicht. Heute war es leider nicht. Und wäre er zum Beispiel früher angekommen, hatte ich mir Sorgen gemacht, dass er hier ganz alleine ist. Und ich kriege das gar nicht mit, weil mein deutscher Vertrag ist auch schon ausgelaufen. Das heißt, ich bin auch nicht über Telefon erreichbar.
Aber nun ist alles gut und jetzt fange ich einfach mal an zu warten auf die ersten Nachrichten. Oh, ich bin gelandet und ja, ich bin schon ganz, ganz sentimental und aufgeregt und ja, warten wir mal einfach auf ihn, ne? Wir haben ihn entdeckt. Ich hoffe, er sieht mich. Er hätte sich eigentlich melden sollen. Oh, ich sehe ihn. Er hätte sich melden sollen, aber er hat es verpasst. Hallo! Falls ihr auch in der misslichen Lage seid, eure lieben Menschen zu Weihnachten nicht zu sehen oder einen ganz besonderen Menschen um euch vermisst und ich mache nochmal hier so einen kleinen inoffiziellen Zwinker-Zwinker oder falls ihr einen kleinen Urlaub um die Weihnachtszeit machen möchtet oder verschenken möchtet, möchte ich euch als Teil der Your Phone Home at Christmas Kampagne dazu einladen, an deren supergeilen Hammer Contest mitzunehmen. Mit einem Video oder einem Foto und guten Gründen könnt ihr euch bewerben und eine Reise innerhalb der EU zur Weihnachtszeit gewinnen. Würde ich also innerhalb der EU sein, würde ich meine Mama unbedingt anweisen, hey, mach da doch mit. Leider liegt Kanada noch nicht in Europa, aber hey. Ich verlinke euch natürlich den Contest in der Infobox oder hier könnt ihr ihn eingeblendet sehen oder hier blende ich euch einen super hammergeilen QR-Code ein. Dann könnt ihr mit dem Handy, Smartphone hier scannen und hindüsen, um euch so die Teilnahmebedingungen im Detail durchzulesen. Also im Prinzip ist es simpel, Foto, Collage oder was auch immer oder ein kurzes Video mit den Argumenten, warum ihr unbedingt einen Flug innerhalb der EU jetzt so rund um zur Weihnachtszeit gewinnen möchtet. Neujahr in Paris, so als Anregung. Ich bin nämlich Neujahr auch nicht in Montreal. Ich drücke euch ganz, ganz feste die Daumen und ich hoffe, ihr habt eine schöne Idee, euch für diesen hammergeilen Preis zu bewerben. Wir sehen uns in den nächsten Tagen und hier verlinke ich euch mal die ganzen Montreal-Vlogs, falls ihr noch Bock habt, weiterzuschauen. Bye, bye!